Und hier ist wieder Ben Hoshi mit einer weiteren Folge von World of Warships. Und ja, gucken wir uns mal an. Heute wollen wir es mal mit einem neuen Hintergrund hier auch mal probieren. Ja. Übrigens, Version, was haben wir jetzt? Auf jeden Fall hinten irgendwas mit der 2. Okay, also heute mit der Futaka. Ja, Furutaka mit der Version, um es mal richtig zu stellen, 0.5.1.2. So haben wir es. Ja, das Update habe ich mir heute Morgen gezogen. Sprich, heute ist Freitag. Und ich habe es mir heute früh um 9.45 Uhr habe ich es mir runtergeladen. Und ja, dementsprechend geht es jetzt mal los. Musste ich mir wieder den Mod hier runterladen und das dauert immer. Das ist wirklich nervig. Aber Gott sei Dank ist da jemand sehr, sehr schnell. Und dass man immer diesen Mod zur Verfügung hat. So, auf jeden Fall wollen wir erstmal hier schauen, wo wir hier was finden. So, Flugzeuge finden wir schon mal. Toll. Aber Gott sei Dank nur Jagdflugzeuge und ein Bomber. So, ich werde jetzt den Teufel tun und werde jetzt hier meinen kleinen Scout losschicken. Deswegen gucken wir jetzt hier mal. So, aber die Jagdflugzeuge sind weg. Deswegen können wir jetzt einfach mal den Scout starten. Oder wie schimpft... Wie schimpft das hier? Katapultjäger. Naja, gut, okay. Ist es halt ein Katapultjäger. So, was haben wir denn da für ein Schiffchen? Ups, ich sollte mal... Beschiss. Was hat mich denn da getroffen? Schießen die sich jetzt hier schon gegenseitig oder was? Oh, jetzt muss ich mal ein bisschen hier in Deckung gehen. Ups. Wieder mal alle auf mich hier, ist klar. Ach Mensch.
kommen die alle hier in die Richtung? Ey, das ist doch nicht mehr normal. Ich muggel mich mal hier so durch. Gut. Kann nur alles nicht wahr sein. Das macht keinen Spaß, das macht keinen Spaß. Ja, ey, das ist doch herrlich. Hör mal, ist das Spiel jetzt so asynchron oder was? Das, weil ich habe das Gefühl, die Schäden kommen schon, bevor überhaupt hier die Einschläge sind. Gucken, ob ich da was treffe. Jawohl. Ich werde mich mal lieber hier verdrücken. Oh, verflixt. Fighter destroyed. Problem solved, sir. Da kriegt man ja Angst. Ey, von allen Seiten hier kriegt man's hier volles Rohr ab, ey. Das ist doch nicht mehr schön. Ey! Das macht echt keinen Spaß. Ganz und gar nicht. Na gut, das ist wirklich nervig. Aber das ist mal wieder so eine Folge für heute, wo ich echt mal wieder einen Hals kriege, weil ich hier auch andauernd abgelenkt werde, weil jetzt gerade hier überall mein Telefon bimmelt. Ah, aber egal. Gut, auf jeden Fall interessante Schlacht. Kann man nicht mehr anders sagen. Sind schon, die Hälfte ist schon von einem über uns hier runter. Wie gesagt, es macht einfach keinen wirklichen Spaß. Aber naja, na gut. Bevor wir uns jetzt hier unnötig hier mit rumärgern. Oh, da ist er. All stations, I require immediate assistance. Ja, schon. Boah, jetzt kriege ich noch einen Schluck auf. Ich hätte die Pizza gestern nicht essen sollen. Beziehungsweise vorhin. Ja, so macht man's, ne? Also, das ist wirklich. Sowas gucke ich mir mal gerne an, weil, wie gesagt, ich muss gerade bei den Zerstörern, muss ich ja noch einiges lernen. Deswegen ist es immer interessant, so die Technik von denen zu sehen. Ich meine, gut, gegen Flugzeugträger, ne? Also, Entschuldigung. Aber trotzdem, das muss erstmal gelernt sein, dass man so eine volle Breitseite erstmal hinbekommt, dass alle Torpedos treffen.
Aber naja. Gut, würde ich mal sagen, das war's dann für heute. Ich werde jetzt mal gucken, wer mich hier gestört hat. Und ja, wie gesagt, lasst mir ein Däumchen nach oben da, wenn ihr wollt. Ja, schreibt mir in die Kommentare, schaut euch meine anderen Let's Play rein an. Insbesondere ein kleines Augenmerk mal auf Fallout 4. Vielleicht interessiert es euch ja. Schaut euch es einfach mal an. Es ist sehr interessant. Es wird auch nicht so viel gequatscht. Mehr gespielt und ja. Schaut doch mal meine anderen Let's Play rein, wie gesagt, und abonniert unbedingt meinen YouTube-Kanal. Würde mich riesig drüber freuen. Wow. Das war Platsch. Wasserbombe. Gut, also, dann sehen wir uns dann morgen. Ich wünsche euch was. Euer Ben Hoshi. Ja, das wollte ich euch jetzt auch nochmal zum Schluss nochmal zeigen. Ich habe das ganze Spiel jetzt mal durchlaufen lassen und trotz dieses miesen Gameplays, sage ich mal, diese kurze Ergänzung, und zwar erhalten für diese Schlacht waren 78.493 Credits, ich sage mal Credits dazu, 2.242 Erfahrungspunkte, 113 freie. Ja, 6 Zieltreffer, 2 Treffer auf Zitadelle. Also da frage ich mich jetzt langsam wirklich mal, wie kann das bitte sein? Ich habe nur 6 Treffer, 2 Treffer auf die Zitadelle und bekomme diese Erfahrungspunkte. Gut, es gibt doppelte Erfahrungspunkte, ja. Aber, ich habe keine Flaggen drauf gehabt, kein gar nichts. Und ich habe schon bei manchen Spielen, weniger Erfahrungspunkte bekommen für mehr. Ja, also man sieht... Auch ein blindes Huhn trifft mal ein Korn, ne? Ich bin sehr gespannt, was uns das nächste Spiel bringt. Also, jetzt noch einmal, ich wünsche euch was, euer Ben Hoshi. Tschö, tschö.